Kleinen sind eine Art Geige, nur umgedreht. Bei der Geige, und sitzt der Kollege da, geht der Bogen über die Seiten, hier liegen die Seiten auf dem Bogen auf. Der Bogen ist nur durch ein Rad ersetzt worden. Das heißt, ein kontinuierlicher Geigenbogen. Es dauert nicht hin und her zu machen, sondern du machst einen Kreis, das ist einfacher. Dann kommt ja nicht so schnell aus dem Takt. Die Seiten, die ich vorhin und hinten habe, sind Bordun-Seiten. Bordun, wie die großen Pfeifen bei Bordun sagen, die also ständig einen Grundton im Zufall, die Musiker mit Münzparallele, C und G, ständig mitlaufen lassen. Die Melodie-Seiten kann ich mit ganzen und halben Tönen chromatisch dementsprechend verkürzen, wie Finger auf Geige und Gitarre, sieht die Musik so aus. Ja, also der Finger kann ich gleichzeitig drei Seiten haben. Ja, ich spiele mal mit Gehör irgendwie ein. Genau da. Ja, wenn ich dementsprechend die Seiten abgegriffen, der Finger wird halt hier in diesem Fall durch zwei Holzfähnchen mit Hilfe einer Tangente verkürzt. Das schnarrende Geräusch, was man ab und zu mal hört, da war ein Steg oder ist ein Stege, den Gitarristen wird das sagen, den Geigern auch, und hier ist ein Steg, ist beweglich auf der Hinge. Ein ganz kleines Stückchen Holz, ich hol's mal raus. So klein aus. Und das ist die Seele des Instrumentes, wird in einen größeren Steg hineingesetzt und ist somit beweglich aufgehängt. Wenn ich jetzt an den Kurve der Kurve schräg gebe, also wenn ich mit den Fingern drauf steige, ich bin Arm und bei zwei Beinen und Daumen, dann dreht sich das Rad ein bisschen schneller und das Hemmchen wird über dem Ende. Ich habe also drei in einem, Melodie, Begleitung und Blues. Könntest du nur noch dazu singen? Schottisch aus der Gegend.